So, ein herzlich willkommen bei Final Fantasy in Lestalum. Wir machen mal wieder ein Stückchen der Hauptquest weiter. Irgendwie bleibt es immer irgendwo auf der Strecke liegen. Man macht irgendwas, huch, 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 und schon wieder ist die ganze Zeit vergangen. Ich finde die Nebenquests auch teilweise ziemlich interessant gemacht, also muss man ja auch mal mitmachen. Gehört ja schließlich zum Spiel dazu. Tut das weh? Erstmal was gegen die Kopfschmerzen, Kopfschmerzen machen das hier. ist nicht normal. Genau. Prinz Noctis, willkommen zurück. Dein heißer Tipp war Gold wert. War die Geschichte etwa wahr? Ja. Vielen Dank, Target. Ach, nicht doch. Ach, was bin ich stolz auf dich, mein Junge. Die beiden erinnern mich an dich und König Regis. War ich wirklich mal so klein? Ja. Oha. Was ist denn Schon das? wieder. Alles in Ordnung? Was ist los? Mach dir keine Sorgen, Iris. Vom Panoramapark aus sieht man doch den Meteor, oder? Ja. Gibt sogar ein Teleskop. Lasst uns hingehen. Ja. Wenn die Kopfschmerzen etwas mit der Cortez-Platte zu tun haben, müssen wir uns dort umsehen. Okay. Das ist irgendwo da hinten. Schaut ja gar nicht mal so weit weg aus. Ja, dann bleiben wir doch kurz dabei. Wir haben ja hier auch wieder noch einen Arsch voll Quests abzugeben. Was machen wir nachher? Wow. Nix hau. Hau, ruck, platsch, au. Ich glaube, den seine Fotos Das hatte ich sieht die aber schon. gut aus. Oh Mann! Das ist garantiert lecker! Das lässt sich auch unterwegs kochen. So kriegt man neue Rezepte. Okay. Oh, den kenne ich doch. Nanu, ihr auch hier? Ach, nicht der schon wieder. Na, Lust auf ein Märchen? Es war einmal ein göttlicher Riese, der den König rief. Doch der König verstand des Riesen Sprache nicht und so zerbarst sein Kopf beinahe vor Schmerzen. Und was geschah dann mit ihm? Wieso fragt ihr nicht den Riesen? Er scheint euch etwas mitteilen zu wollen. Sollen wir? Und? Wir folgen ihm erstmal. Und sehen, was kommt. Ja. Alles klar. Namen sind Schall und Rauch. Und okay. Mein Name ist dazu noch schrecklich lang. Also, nennt mich einfach Adel. Kommt mit mir zum Parkplatz. Ich habe mein Auto dort gelassen. Ich mime gerne den Chauffeur für euch. Aber ihr habt ja selbst ein Auto. Den Regalia, nicht wahr? Vielleicht ist es besser, wenn wir mit zwei Autos fahren. Dann ist es nicht ganz so eng. Irgendwie kommt der mir ein bisschen merkwürdig vor. Weiß noch nicht so, was ich von dem halten soll. Na, welches ist seins? Bestimmt das erste. Das mittlere wäre ja lustig, aber ich glaube das erste. Ne, das letzte. Trotz der Hitze eine wirklich schöne Stadt. Seid ihr soweit? Ja. Und ich bestimme, wer fahren soll. Du. Du sollst fahren. Ja klar, dann fahren wir halt. Warum nicht? Ich will lieber dein Auto fahren. Was? Dann verlange ich aber eine heftige Kaution von euch. Was? Gut. Dann fährst du also den Regalia. So, bereit zur Abfahrt? Fahrt doch einfach.
Muss man es denn so umständlich machen, Leute? Ja, Kapitel 3 abgeschlossen. Uha. Ja, viel ist da jetzt nicht passiert. Das kann schon sein. Ja, die Krebschen habe ich platt gemacht. Ja, passt. Reicht. Ich hoffe, ich kann die ganzen Quests dann im Nachhinein noch abgeben. Von Göttern und Königen. Die Erde erzittert und Noctis wird von einem unangenehmen Stechen im Kopf geplagt. Adin behauptet, dass die Schmerzen eine Nachricht des Gottes Titan an den König seien. Sollte die Legende tatsächlich der Wahrheit entsprechen? Skeptisch, aber heimlich. Voller Hoffnung brechen die vier Gefährten zur Kautesplatte auf, wo die Reise... Quatsch, wo der Riese zu finden sein soll. Uiuiuiui. Deutsche Sprache kreuz und quer, schwere Sprache hin und her. Die göttlichen Prüfungen. Na dann schauen wir mal, was uns da erwartet mit dem Riesen. Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Ihr fahrt Ach schade. Hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel allerdings aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen Gehirn. Oh. Ja doch, ist ja gut jetzt. Fahren wir los. Gut, schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Oh mein, oh mein, oh mein. Oh. Am Kai war der Kerl auch schon. Ach, jetzt darf ich selber fahren? Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Weiter geht's. Mir kommt's eher so vor, als würde er uns verfolgen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und es beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wollte gerade sagen. Ein Niflheimer wirkt er eigentlich nicht, oder? Wie ein Lucianer, allerdings noch viel weniger. Ne, jetzt kann ich wieder nicht mehr selber fahren. Wollt mich doch veräppeln. Hoffentlich ist das unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Kautesplatte. Magd, was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Naja. Wie gesagt, ich finde ihn auch ein bisschen merkwürdig, den... Ah, ich weiß noch nicht, was ich von dem halten soll. Noct, was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Na, links, wa? Oh, der blinkt jetzt sogar. Gibt's in der Nähe ein Refugium? Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck und ein Gefühl der absoluten Freiheit. Sogar unser verwöhnter Noct weiß das zu schätzen. Ja, Freiheit lobe ich mir. Ich weiß ja, dass es harte und gefährliche Arbeit ist, aber manchmal beneide ich die Jäger um ihr Leben. Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Ich will nicht rasten. Diese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden. Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Das macht's nicht besser. War trotzdem noch merkwürdig. Konnte ja noch nichts machen, also... Können wir uns eigentlich sparen hier. Nanu, wen haben die Paparazzi denn da erwischt? Oh. Adin hat dir eine Lockpfeife gegeben. Mit ihr kannst du Gegner in der Umgebung anlocken. Okay. Ich bin's. Vom Blute der Kanadi. Wie meine Mutter werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden. Ich frag mich, wo sie wohl hin ist. Huch.
bitte keine Angst. Ich hoffe, dies lindert euren Schmerz ein wenig. Danke. Gnaden. Eos, Quell allen Lebens, bewahr uns vor der drohenden Dunkelheit. Es ist vollbracht. Noch seid ihr nicht ganz genesen, aber schon bald. Ein Wunder. Vielen Dank, werte Kanaki. Oh, ehrenwerte Luna Freya, ich bin weit gereist, doch endlich. Es tut mir leid. Ich bin euch sehr dankbar. So dann, beginnen wir. Sie hätte sich einfach in der Stadt verstecken sollen. Stimmt, zum Beispiel in meiner Wohnung. Oh ja, deine Alte hätte sich bestimmt riesig gefreut. Okay, also... Markt, wenn wir zurück sind, setzt du den Benimmkurs fort. Wie kommst du denn da drauf? Na, durch die Hochzeit wird das öffentliche Interesse an dir steigen. Meinst du? Momentan kräht doch kein Hahn nach ihm. Na, schönen Dank. Es wird Zeit, dass sich das endlich ändert. Bonjour. Wie mein... Ab hier gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch wirklich sicher? Nee, komm, ich mache erstmal mein anderes Zeug. Wissen, wenn ihr soweit seid. Wenn ich das jetzt mache, nicht, dass ich dann meine anderen Quests und so nicht mehr abgeben kann und so. Ich weiß es nicht. So. Was haben wir denn alles? Da müsste ich nochmal hin. Ja, wir machen jetzt eine kurze, schnelle Abgeberunde. Nicht die Bohne. Ah, nach Hammerhead müssten wir auch mal wieder. Lasst nichts liegen. Okay. Habe ich jetzt falsch geklickt? Ich glaube ja. Ja, ich würde gerne eine Schnellreise machen. Wobei das auch nicht immer so viel schneller ist, aber naja. Das ist dann doch schon eine längere Entfernung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir erstmal schnell die Quest ab. Auf geht's. Huch, Taka freut sich bekannt zu geben, dass für begrenzte Zeit die preisgekrönten Fotos des ersten Fotowettbewerbs in Takas Boxenstopp im Hammerhead bewundert werden können. Was zur Hölle? Der Bohnennotstand ist endlich Geschichte. Ja. Schön für dich. Sie sind wirklich nahrhaft. Willst du nicht vielleicht doch mal? Ist nicht so, dass ich sie gar nicht essen kann. Ich verrate dir einen Trick. Stell dir einfach vor, du würdest nicht Bohnen, sondern Fleisch essen. Ja, alles klar. Das werde ich mal versuchen. Gut, dann nimm das mal mit. Schmeckt dir bestimmt. Und schöne Grüße an euren freundlichen Koch. Okay. Gibt es ein neues Rezept oder? Ne, nur Pfeffer, Muskat, Tomaten. Brauchst du noch was? Wie ist die Lage? Gute Arbeit. Zack, die Scheren, genau. Sehr schön. Was kann ich für euch tun? Gibt's irgendwas? Nein, gibt's nichts Neues. Hast du noch was für... Oh ja, da haben wir noch ein paar, sag ich mal, einfachere Jagdaufträge.
Sehr freundlich. Nichts überstürzt. Die kriegen wir doch bestimmt ganz einfach jetzt mittlerweile platt. Sieh mal dort drüben. Du bist's. Ach, wer denn sonst? Kommt ihr zufällig auch mal nach Lestalum? Na klar. Ja, kann schon sein. Falls ja, könntet ihr mir dann was mitbringen? Klar doch. Vielen Dank. Was hättest du denn gerne? Oh, irgendwelche Zutaten. Was soll ich mir denn angucken? Dann halt nicht. Knockt. Willst du dir das mal ansehen? Was denn? Was denn? Ah, da hinten. Dann lass mich doch auch angucken. Du stehst ja so bescheiden davor. So süß kann Gemüse sein. Gelee aus... Und? Das müsstest doch selbst du runterkriegen. Den roten Glibber. Aha. Und deswegen bin ich jetzt hierher gerannt. Nochmal. Danke für... gar nichts. Entwickelt sich zu einem Sklaventreiber. Hammerhead und er haben uns viel geholfen. Wir sollten uns revanchieren. Das stimmt. Außerdem ist es ja nur eine Besorgung. Und im Schoppen bin ich der König. Ist so gut wie erledigt. Naja. Ja. Gut. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Mein Kreuz, prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Haben wir noch was? Prächtig. Nee. Ich zauber euch was Schönes draus. Hast du was Neues? Chill. Oh, gutes Timing. Sydney. Ich hab neuen Lack im Angebot. Aha. Bis bald, Jungs. Ja, nee. Passt schon soweit. So ein Kilometer bis zur Jagd. Gab's nicht hier irgendwo auch? Hier irgendwo auch. Da gab's Chocobos. Mieten wir mal schnell für den Tag. Hallo, mein Freund. Gehen wir. So, los geht's. Mal schnell auf die Jagd. Ausdauer und Galoppgeschwindigkeit sind... Ah! Deswegen waren die anderen immer schneller, weil ich einfach in der Stufe noch nicht so hoch war. Mal schnell wieder Chocobo reiten. Ich reite voraus. Ernsthaft? Also. Ich höre Magitech-Motoren. Na, die machen wir platt. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Na komm, der. Oh, jetzt hat er mich wieder an der Leine. Gute Strategie, Ignis. Kann mir den da mal jemand abnehmen? Gladio, los! Beeilen wir uns, um was spachteln zu können. Sauber, Gladio! Das war ja mal ein cooler Kombo. Braucht auch noch zwei Schläge. Chocobo? Wo bist du denn hingelaufen, mein Kleiner? Los, Kleiner. Du. Hey,
Hey, Nord, über dir. Ach nee. Gerade kein Nerv. Ich glaube, das waren diese ganz großen Giraffen. Noch einer mit Autopanne. Ja, jetzt nicht 5000 Quests mit Autopanne annehmen. So, da sind wir gleich da. Da hinten sind sie schon. Na, dann gucken wir mal, wa? Danke. Bald klingelt die Kasse, Leute. Wie hoch waren die? Ein paar 20, wa? Hier, bitte. Jetzt. So. Oh, die halten wieder einiges aus. Ich hätte gern mal ein bisschen Elementar, bitte. Kleine Stärkung für dich. Danke. Danke dir. Alles klar. Ja. Schluss mit Vorsicht. Mach mal bitte. Ich muss ein bisschen Schaden hier verursachen. So, zack. Autsch. Aber einen haben wir. Okay. War jetzt noch nicht so ganz sicher, was ich da jetzt genau gemacht habe. Da ist immer unten irgendwas aufgeploppt mit Klingen wechseln und irgend sowas. Ein starker Gegner. Warum glaubst du, ist sonst ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt? Alles klar? Alles im grünen Bereich. Schieß du mal drauf, Prompto. So, jetzt aber. Sollten wir es doch gleich haben. Wo hast du das denn gelernt? Los, 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 los. Jetzt mach das Ding fertig. Die Ansicht ist gerade echt ein bisschen bescheiden. Der macht's nicht mehr lang. Nee. Das glaube ich auch nicht. Bist du okay? Ja, ich komm klar. So, jetzt aber, komm. Überlass das mir. Huiuiui. Jo. So, dann machen wir jetzt erstmal Schluss an der Stelle. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Ich bin vollkommen ausgelaugt. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt die Quest hier, diese Jagdaufgaben, Missionsdingsbums da schnell noch abgeben. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in Lestalum wieder. Bis dahin, macht's erstmal gut. Und wenn's gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen da.